bitte! Bahn bitte! Bist du mal da in der Schule? Ja. Wie heißt du? Lukas. Kelvin! Willst du mitspielen? Nein. Hey, wer ist das? Das ist der Neue. Der wirkt so komisch. Der schaut die ganze Zeit schon in eine Richtung. Komm, gehen wir mal zu ihm. Was geht? Nix. Was machst du? Nix eigentlich. Oh. So spät schon. Ich muss gehen. Basinga. Hier ist ein Ball. Ciao. Nettes Gespräch. Tschüss. Ich glaube, ich gehe jetzt auch. Warte kurz. Siehst? Das ist mein Ziel. Ohne den könnte ich dich nicht hören. Wirklich gar nichts? Nicht einmal eine Bombe. Was hat das mit dem Plakat zu tun? Glaubst du, Gehörlose leben schlechter als Hörende? Nee, ich weiß nicht. Man lebt doch nicht besser, oder? Sondern anders. Wenn man hören kann, ist man so wie alle anderen, oder? Da unterschätzt die Gehörlose. Ich war mal bei einer Feier und da war es sehr laut. Und es waren sehr viele Leute dort. Nach einiger Zeit wurde mir das Ganze zu viel. Aber dann... Das mache ich immer so, wenn mir ein Geräusch unangenehm ist. Dann nehme ich einfach mein Ziel runter und dann höre ich einfach nichts. Das muss cool sein, ja. Ich habe mal wo gelesen, dass es für Gehörlose irgendwie so eine Zeichensprache gibt, oder? Ja, die Gebärdensprache, die benutze ich auch manchmal. Zum Beispiel in der Schule. Hey, bitte! Kannst du schon allein machen, oder?
praktisch. Und das ist also Danke auf Gebärdensprache? Ja. Wie verstehen Gehörlose oder wie verstehen Leute, die wie du nicht nur durch ein CI hören können, Menschen, die keine Gebärdensprache können? Ganz einfach Lippen lesen. Wirklich? Gib ja. mal die CI runter. Ja klar. Sag was. Du hast Hallo Lukas gesagt. Boah, urcool! Das würde ich auch gern können. Stop.